Moin Moin zusammen und herzlich willkommen hier beim Technik Let's Play. So, diesmal starten wir gleich in Nether. Ich habe euch ja gesagt, dass ich immer hier im Nether bin und lasse Minecraft den Hintergrund laufen, damit die Quere schön arbeitet. Wir haben hier eine Petrochemical und ein paar Zellen. Ja, hier haben wir Wasser, Wasserzellen. Ja, was es damit auf sich hat, werde ich euch gleich zeigen. Die Quarry ist jetzt unten schon an Lava gestoßen oder fast an Lava gestoßen. Deswegen habe ich ja schon ein paar Stunden im Vorfeld. Ja, hier war ein dämlicher Geist, der hat hier alles gesprengt, deswegen habe ich das Stein reingemacht auf die Schnelle. Ja, ihr seht es, hier unten ist Wasser. So. Bevor jetzt die Fragen kommen, warum Wasser, das geht gar nicht. Ja, es geht alles, man muss nur wissen wie. So, wir können ja, ich kann euch mal zeigen. So. Also wir nehmen einen Wassereimer, schütten ihn hier aus. Er verdampft. Okay, schön, gut. So, wir nehmen einen Wassereimer und eine Wasserzelle. Tun das in Crafting Table und wir halten einen Wassersource Block. Und dieser Wassersource Block funktioniert hier im Nether. Dann testen so und er rennt. Also ich habe, das ist ein erweitertes Rezept. Warum funktioniert das? Ja, jetzt rennt das hier runter. Na, cool. Na egal. Und somit haben wir hier Wasser und kann die Quarry dann schön Obsidian abbauen. Ist ja besser, als wenn es hier in Lava rumwurstelt. Deswegen habe ich das gemacht. Ja, also die Quarry war ja ziemlich gut, ist ja schon ziemlich, ja, hier habe ich noch eine weitere Kiste gemacht überall. Also wir haben ziemlich viel, wir haben hier schon 3 Diamanten. Deswegen starten wir auch hier im Nether, weil wir 3 Diamanten haben. Ich war vorhin schon unten. Zwar die Quarry ist auf Diamanten gestoßen. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen, wir nehmen die abgezogen hier. Habe ich natürlich einen Weg runter. Ja, hier das Wasser, was ich ausgeschüttet habe. Je nachdem, der blöde Geist, der mich vorhin angebaggert hat. Und hier sehen wir schon unsere ersten Diamanten. Hier müssten auch sein, genau hier war, nee, das sind keine mehr. Das sind Diamanten, das sind keine, nee. Nee, das sind keine Diamanten. Aber ich glaube, noch irgendwo waren Diamanten, keine Ahnung. Eben, und hier habe ich diese Source-Blöcke gesetzt. Ihr seht, die sind noch ziemlich hoch gewesen, wo ich die gesetzt habe. Ja, den habe ich einfach da unten drauf gepappt, dass hier alles schön Obsidian ist und die Quarry kann das alles abernten. So. Ja, hier bin ich Feuer. Ich werde das so lassen, weil hier unten, schätze ich mal, wird noch Lava sein. Ich hoffe, dass nur hier die Ecke so Lava ist. Denn so viel Obsidian brauchen wir ja nicht. Ja, was habe ich hier eigentlich? Naja, es kann ja sein, dass hier auch Lava ist, ne? Und bei dieser hier in der Ecke, den können wir wegtun. Also einfach wieder hier rauf. So. Und schon verschwindet dieser Source-Block. Also wie gesagt, es ist schon möglich, Wasser hier rein zu platzieren. Sind halt einfach erweiterte Rezepte, die das, ja, ermöglichen. Ja, die Quarry kann hier schön ruhig weiterarbeiten. Wir gehen wieder nach Hause und kümmern uns um unsere Maschinen. Ja, hier könnte man eigentlich auch noch alles an die Wände rausholen. Ach, will ich gar nicht. Wir haben eh so viel. Ja, okay, hier sind wir eh bald am Ende mit meinem Tunnel. So, wir machen das aber anders. Wir gehen den ganzen Weg hier nicht drauf. Wir schalten den Turbo ein. Tür auf. Ja, wie gesagt, also jedes Mal, also den ganzen Tag eigentlich läuft Minecraft in den Hintergrund, wenn ich am PC arbeite. Und da ich ja fast den ganzen Tag am PC arbeite, weil ich viel zu tun habe, ja, hier habe ich eine zweite Kiste draufgeschmissen. Das habe ich, glaube ich, eh erwähnt oder schon gezeigt. Ich glaube, auch in Download schon drinnen. Ja, hier jede Menge Rohstoffe. So, wir gehen dann nach Hause und kümmern uns um unsere Sachen. Oder
Immer dieser lange Weg. Mir ist noch was eingefallen, was wir noch jetzt zwischendurch reinquetschen werden. Bevor wir das mit der Maschine weitermachen. Und zwar werden wir uns mal um, ja, gute Hosen kümmern, dass wir mal etwas Speed zusammen bekommen. Also kümmern wir uns um die, wie heißt die Hose? Quantum Side Hose. Was haben wir hier denn? So eine und eine Gemeinde. Der Pfanne. Die nehmen wir raus und die nehmen wir raus. Der Pfanne. Genau, die Tapferne wollte ich hier mit der Rocky kreuzen. Einfach mal rumspielen ein wenig. Muss keinen Sinn ergeben. So. Das haben wir mal hier rein. Ah, es geht gar nicht. Hier so. Und so. Ach ja, das mit der Tür habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe eigentlich seit der letzten Aufnahme nichts mehr gemacht. Hier haben wir Masareto. Das haben wir letztens angefangen, oder? Ja. Ja, das ist noch vom Geist. Oder halt von diesen Dingern, die da rumhüpfen in der Gegend. Das haben wir, ich glaube, hier irgendwo, ne? Da. Tweetweb. Ach ja, ich wollte Gummi farmen. Ja, das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Runde schnell eine Runde Gummi. Ich war ja ziemlich faul, ein wenig die Kühe habe ich noch. Ja, toll, wo ist der jetzt hingefallen? In die Kakteen. Also die Kühe habe ich noch einmal geschlachtet und vermehrt. Wow. Ah doch. Ups. Eben, und die schlachten wir dann wieder später mal. Ja, der wartet wieder auf Erde. Ach ja. Warum ist hier die Tür offen? Na egal. Weg mit dir. So. Was komme ich hier hinten rein noch? Nö, hier nicht. Hier waren noch die 18 Stück, den Wassereimer. Wollte ich eigentlich im Nether lassen. Aber egal. So, lalalala. Das rohe Fleisch schmelzt mir schnell mal durch. So. Das haben wir einfach hier rein. Das. Das eine noch dazu. Es wird eh nicht einsortiert. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo wir letztens stehen geblieben sind. Blablabla. Also, wir wollten noch zwei Schaltkreise machen, ne? Glaube ich. Ich schätze jetzt mal halt, dass wir da stehen geblieben sind. O3 und... Ich habe Venus-Schaltkreise, was tun wir hier rum? So. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, da haben wir die 5. Ja. Was können wir rausnehmen? Maschinenblöcke brauchen wir. Oder Maserator. Genau. Advanced Maschinenblöcke. Und Refined Eisen rundherum. Och Mensch, ob wir das zusammenbekommen? Ja, so. Nee, wir brauchen die Advanced Maschine Blöcke, haben wir gesagt. 6, das heißt, das geht sich nicht aus, oder wie sehe ich das? 1, 2, 3. Nöp, haben wir nichts mehr. Der Kompressor war auch leer. Ja, egal, dann nehmen wir mal das, was wir haben. Hier. Zack. Okay, das wären dann 2. Das heißt, uns fehlen Refined Eisen. Eindeutig. Was sagt der da hinten?
Der ist fertig, also können wir den ausschalten. Denke ich hier noch was in den Kisten? Nee. Nichts Brauchbares da. Refined Eisen. Genau, jetzt fehlen uns die Advanced Maschinenblöcke. Dazu fehlt uns noch Bronze, oder? Ja, genau. Okay. Das heißt, wir brauchen Kupfer und Zinn. So. Zack. Und das war hier in der Mitte. Oben war Refined Eisen und unten war Zinn. So, wir schnappen uns hier noch ein wenig Refined Eisen. Ja, irgendwie kommt da mit der Eisenlieferung nicht nach. Oder haben wir kein Eisen mehr? Oh, 9 Eisen. Ja, das ist natürlich auch blöd. Eisen 48. Lassen wir das schnell hier durch. So, ja, das reicht vorerst mal. Zack. 22. Hier rein. Hier raus. Da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. So. Also, dass uns das Eisen ausgeht, das ist blöd. Das sollte nicht passieren. Zack. Zack. Ja. Warum bist du jetzt nicht reingegangen hier? Schmeißen wir einfach hier rein, das soll das alles aussortieren, so wie es sich gehört. Wir brauchen noch Advanced Maschinenblöcke, 2 Stück. 2, ach Mensch. Das geht ja hier ewig langsam. 1 und noch eine, dann sind wir soweit. So, der ist auch fertig, das haben wir auch gleich hier rein. So. Kann der damit machen, was er will, sofern wir unsere Ruhe haben. Na komm, komm schon. Yeah, du hast es geschafft. 2-mal. Ach so. Hier, Macerator und Refined Eisen, das wir nicht haben. Lalala. Hier braucht man ziemlich viel Eisen, das gibt's ja gar nicht. Ja, endlich 5 und 5. Das war jetzt eine schwere Geburt hier. Kabel hinten wir hier rein. Ja. 10 Obsidian haben wir noch. Ja, ich dachte mir eben, dass wir jetzt mal schnell zwischendurch die Quantumhose machen. Ja, Iridiumplatten. Also Iridium. Vier, 8 Stück Iridium. Ach Stück. Machen wir einfach mal so. Ich habe keine Ahnung, wie wir brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, genau. Das heißt hier so, 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 so. Advanced Alloy haben wir eigentlich hier. Okay, 4 Stück. Und was war in der Mitte? Ein Diamant. Den haben wir noch so halbwegs. So, in der Zwischenzeit gehen wir schnell schlafen.
Ach, so. Hier. Eine. Wir brauchen aber zwei. Was brauchen wir denn eigentlich noch? Die Hose haben wir gesagt. Zwei Maschinenblöcke. Drei Refinite-Eisen. Hier müsste auch noch drin sein. Ja, es geht hier raus. 1, 2. Zwei Maschinenblöcke haben wir. Labadon-Kristall, also ein Energiekristall, Lapis, zwei Schaltkreise. Das heißt, wir brauchen noch einen Schaltkreis, oder haben wir hier noch einen? Nö. Nö, 6. 6 Stück. Ein Refinite Eisen, zweimal Redstone. Das ist dann der hier, Lapis haben wir. Ein Diamanten und so rundherum. Zack. Dann war ich glaube hier Lapis. Und oben unten ein Schaltkreis. Genau, Labadon-Kristall. Das ist Labadon-Kristall, die haben wir. Energy-Kristall. Wieder mal. Braucht man ziemlich viele hier, ne? Der war da oben. Und links, rechts war Carbonplatten. Für die Hose. Die war, ich glaube, ganz unten, oder? Ne, in der Mitte. In der Mitte die Platte. Oben die zwei Maschinenblöcke. Der Labadon-Kristall. Die zwei Platten und Leuchtstaub haben wir hier nicht, da müssen wir hinschauen. Hier, zwei Stück. Zack, zack. Jetzt müssen die auch fertig sein, ja. 1, 2, 3, 4. Spitze, so und so. Ja, Quantum Sight Legends. Die laden wir hier gleich auf. Was sagt unsere Strom zuvor? Ja, die ist voll, das ist bitte. Ja, also wir haben die 5 Maschinen gecraftet. Ich habe euch im Honey Nether das gezeigt. Ja, dann würde ich sagen, für die Folge machen wir hier Schluss. Ja, ich verziehe mich wieder im Nether und lasse die Query hier laufen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ja, noch kurz nebenbei erwähnt. Der Server nimmt Form an, der neue. Wir sind schon daran, die ganzen Plugins einzustellen. Alles zum Server. Und zu den Mods findet ihr im Forum. Ja, eben. Es wird dieses Mal sogar Buildcraft 3.1.6 installiert, nicht das 2.14. Einfach mal, dass es etwas anders ist. Ja, aber alles dazu findet ihr im Forum. Ja, vielleicht sehen wir uns dann am Server später mal. Ciao, Leute.